Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der heutigen Folge seht ihr, wir sind in der Zombie-Nacht. Ich war auf Loot-Tour. Ich war auf Loot-Tour, hab ziemlich was gefunden. Ich hab ziemlich was gefunden. Deswegen, weil ich aber viel Munition braucht. Jetzt soll ich mich da her versetzen lassen. Damit ich mir hier einen besseren Ausgangspunkt besorgen hab keiner. Ich war nämlich schon da oben im verbrannten Gebiet, weil mir nämlich da ein Missgeschick passiert ist. Ich hab zu wenig Inventarplätze gehabt und hab mir da alles versehentlich zusammengeschlagen. Jetzt haben wir überhaupt keine Samen mehr und deswegen war ich ja eigentlich auf Loot-Tour. Deswegen war ich ja eigentlich auf Loot-Tour. In der heutigen Folge gehe, weil ich bin mal wieder. Komplett überrascht worden. Und der Zombie noch. Ich zähle da nie mit. Das heißt, ich muss jetzt da die Dinge abbauen. Jetzt sind es durchgebrochen. Jetzt heißt es, ich muss zumindest mehr ein so Ding abbauen. Wenn ich da weiter herum verweilen möchte. Ein Hund her ja schon. Aber ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich nicht das komplette Haus abbauen soll. Dann hätte man nämlich nur Holz im Moment, jetzt in der Zombie-Nacht. Zumindest macht man sich mal da vor Löcher rein. Tschüss.
Ja, Fuchsfeder mal. Erinnert zum Looten. Warum? Wo ich eh eigentlich von mir? Seit das ist früher zugekommen. Ob ich mein Ohm eigentlich ist und damit was das eigentlich? Wenn man schon mal sieht, dann können wir das Haus komplett auseinander. Material brauchen, dann mal ja so oder so. Dann mal Vogelnest. Hier dann. Jo, Benzinfass. Das nehmen wir auch gleich mit. Ich habe einen reparierten Schraubenschlüssel von meinem Bruder gekriegt, weil ich habe jetzt nicht mehr gewusst, ist er 98 gewesen oder orange hat gewesen. Er hat gesagt, ich soll einfach den jetzt mal nehmen. Bis wir den Mann finden. Dann werden wir einfach da in der Zombie-Nacht ein bisschen looten da herin. Ja. Oh, wie gemeint. Aber ich hab's nur gemeint. So. Da müssen wir das benutzen. Steiner habe ich nicht zum Reparieren, die Schaufel auch nicht. Ah. Dann
eigentlich die Leute da, wo es geht. Wir suchen uns einfach ein paar Zombies, dass wir wieder zu Talg kommen und Fett. Na, wenn wir dann die nächsten Folgen da auch die Kisten da hinten holen. Lady, du bist schnell. Und du hast mir nichts mitgebracht. Statt dass ich auf die Waffe wechsle, gell? Der Dreckshund. Warum in der Zombie noch müssen wir sterben? So, zumindest wieder zweite Waffen gefunden. Jetzt habe ich alles verloren. Durch dass ich das Ding nicht gesetzt habe. Aber es ist alles da irgendwo in den Umkreis. Das ist schon mal gut. Ich bin da. So. Ist eine Katastrophenfolge heute. Ein Rucksack müsste da liegen und der andere liegt da. Das heißt, da war jetzt mal der erste Rucksack. Und der zweite Rucksack, der liegt da, wo der Hund ist.
Der müsste dann da irgendwo liegen. Diese Scheiße, da ist jetzt so viel zu kurz Zeit in der gewesen. Aber der Rucksack müsste ja meiner Meinung nach nur noch irgendwo liegen. Ein Knochenmesser kann ich mir gleich machen. Das Storaugs, das ist auch gleich wieder gemacht. Bisschen heller, wenn es wären, da gell. Ich mein, denk, der liegt da irgendwo, der Rucksack. Da ist er, da ist er. Ja, geh weiter. Haben wir wieder alles gefunden? Wir haben wieder alles, meine lieben Schwarzfreunde, wir haben wieder alles. Das heißt, wir können an unserer Base weiterbauen. Und zwar, die Horde Nacht haben wir jetzt überstanden. Dann reparieren wir das jetzt. Dann haben wir mal da die Steine wegklopfen. Dann brauchen wir Holz. Da brauchen wir auch. Und dann brauchen wir Holz. Wir brauchen Spikes. Unbedingt, wir brauchen Spikes. Und dann müssen wir einen Garten holen. Einen Garten müssen wir auch holen, genau. Das heißt, wir machen uns jetzt einen Bereich für den Garten. Für einen Außengarten. Das haben wir da mal alles so ein, was wir haben. Dann würde ich sagen, da gleich daneben. Das Material brauchen wir. Material brauchen wir so oder so. Dann schauen wir, dass wir dann die Pflanzen kriegen. Dass wir dann die Pflanzen kriegen und die Samen draus machen können. Müssen schauen, dass man dort da die ganzen Sachen jetzt endlich aufziehen. Weil genau das, was jetzt da passiert ist, das wollte ich ursprünglich vermeiden. Das wollte ich ursprünglich vermeiden.
Sammig gleich. So. Der ganzen Dinger nehmen wir jetzt mit. Das, was jetzt in der Folge richtig geil war, ist, dass ich meinen Rucksack wieder gefunden habe. So. Zombies killen nur. Auch gar nicht so zucken. So, die ist weg. Da die Sondro aufmacht, man noch hat. Da hinten machen wir dann unsere Gärten. Dann brauchen wir Mais. Da ist ja der Wüstenbereich, geht er da noch. Dann könnte man da Yucca einsetzen. Dann könnte man da Yucca einsetzen. Lehmklumpen, okay. Dann bauen wir dort den Ding fertig. Den Turm fertig. Dort haben wir noch die Spikes setzen. Was haben wir denn an Holz? 700 Stammer, 400 Stammer. Ah, das ist zu wenig. Wir brauchen Holz. Aber mein lieben Schwarzfreunde, das werde ich jetzt so organisieren. Das Holz. Da braucht es nicht dabei sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Spätestens am Tag 37. Keine Ahnung, wie lange ich dazu brauche, Holz zu farmen. Weil wenn man Holz farmt, das glaube ich. Weiß jeder von euch bei 7 Days. Ich hoffe, ich hat die Katastrophe-Folge ein bisschen gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch, wer Lust und Laune hat. Der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren. Dass wenn es hier bei 7 Days to Die weitergeht bei mir, nichts mehr Neues zusammen wird. Dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Einen Din, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust.
Lasst sich nicht von den Zombies beißen. Bleibt mir gewogen und gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.